Merkt auf, ihr Leute, es folgt die Weihnachtsgeschichte, wie es sich in einem Gottesdienst an Heiligabend gehört. Seid ihr gespannt? Nein? Ihr denkt, ihr kennt die Geschichte schon? Mag sein. Ich kenne sie gut und ich habe sie schon oft erzählt und in vielen Versionen als Krippenspiel gesehen. Allein diesmal muss alles anders werden. Diesmal konnten wir keine Kinder zusammenbringen, damit sie für uns das Krippenspiel einüben. Aber es hat sich eine andere Lösung gefunden. Ich bin selber überrascht darüber. Um mir beim Vortrag des Krippenspieles zu unterstützen, hat die Puppenspielbühne der Gemeinde das Stück eingeübt. Ich bin gespannt, wie das wird und bitte einmal um einen kleinen Applaus für die Puppenschauspieler der Puppenspielbühne Ichtüss. Was macht ihr denn jetzt schon hier? Es wurde geklatscht. Ja, aber das war als Dank für euch, dass ihr einspringt. Ein Ei springt? Haha, ein Flummi. Boing, 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 Stopp. Das ist doch hier kein... Das ist ein Weihnachtskrippenspiel und kein Kasper-Theater. Kein Kasper? Nein, das ist eine ernste Geschichte. Ohne Kasper. Kein Kasper? Nein. Mal sehen, na, ob du da recht behältst. Ihr hattet versprochen, dass ihr euch am Riemen reißt und mir helft, damit die Menschen die Geschichte gut verstehen. Na ja, gut, ja. Ja, ist klar. Ist schon okay. Machen wir. Gut, dann fangen wir jetzt an. Die Geschichte beginnt an einem Abend im Zimmer von Maria. Sie war verlobt mit Josef, aber eben noch nicht verheiratet. Deshalb wohnten sie noch nicht zusammen und Maria war allein in ihrem Zimmer. Könntet ihr das jetzt bitte darstellen? Maria allein im Zimmer, ohne Josef, ohne Engel? Kein Problem. Ach so, ich muss auch gehen. Klar, sie ist ja noch alleine. Tschüss, Maria. Tschüss, Josef. Gute Nacht, Maria. Schlaf gut. Du auch. Träum süß. Mach ich. Maria kniete an ihrem Bett und betete das Abendgebet. Da erschien auf einmal der Engel Gabriel in ihrem Zimmer. Maria? Ja, ich weiß... Der Engel ist da. Ich weiß ja nicht, wann der Engel da ist. Ja, er steht hinter dir. Ah, oh. Ja. Hi. Naja, also so klappt das nicht. Also, Engel, du musst dich schon etwas bemerkbar machen, damit Maria weiß, dass du da bist. Genau. Okay. Machen wir das nochmal. Beginnen wir nochmal. Maria kniete an ihrem Bett und betete das Abendgebet. Da erschien ihr plötzlich der Engel Gabriel in ihrem Zimmer. Maria, was ist denn los? Komm doch bitte zurück. Maria, was war denn? Der Engel hat mich erschreckt. Ah, Engel, also so darf man natürlich auch nicht Maria erschrecken. Ja? So, probier's doch noch ein drittes Mal. Komm von hinten und sprich sie an. Genau. Bitte. Okay, ich probier's. Also nochmal. Maria kniete an ihrem Bett und betete das Abendgebet.
Da erschien auf einmal der Engel Gabriel an ihrem Zimmer. Maria, fürchte dich nicht! Maria, komm doch nochmal, was ist denn jetzt schon wieder? Maria? Also, jetzt habe ich nichts falsch gemacht. Doch, du warst zu laut. Du darfst nicht so laut sein. Ja, aber wie soll man das machen? Du musst leiser sein. Hört mal, Leute, dauert das hier noch länger? Was ist denn hier das Problem? Der Engel erschreckt mich die ganze Zeit, weil er so laut ruft. Und einmal ist er direkt vor meiner Nase hervorgekommen. Oh, das ist natürlich schwierig. Ich habe eine Idee. Wenn wir den Engel musikalisch ankündigen, dann ist es bestimmt nicht so erschreckend für dich, Maria. Wo soll die Musik herkommen? Mein Esel ist Beatboxer und du musst nur den Text rappen. Ach so, na dann. Bereit? Kann losgehen. Hallo Maria, fürchte dich nicht, hier kommt eine Nachricht mit großem Gewicht. Du bist erwählt, wirst Mutter sein, in dir wächst ein Kinderlein. Du erwartest einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn, du erwartest einen Sohn, ja Gottes Sohn. Sie erwartet einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn, sie erwartet einen Sohn von Gott. Nenn ihn Jesus. Was? Das Kind, das du bekommst, nenn ihn Jesus. Wen? Den Retter dieser Welt, merkte Jesus. Wie? Der von Gottes Reich erzählt. Jesus. Klar. Ja, du bist auserwählt. Du erwartest einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn. Du erwartest einen Sohn, ja, Gottes Sohn. Sie erwartet einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn. Sie erwartet einen Sohn von Gott. Du erwartest einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn. Du erwartest einen Sohn, ja, Gottes Sohn. Sie erwartet einen Sohn, einen Sohn, einen Sohn. Sie erwartet einen Sohn von Gott. Und im weit entfernten Morgenland gab es Sterndeuter, die ihre Aufgabe sehr gewissenhaft wahrnahmen. Jeden Abend schauten sie in den Himmel, um zu prüfen, ob etwas Neuartiges oder Ungewöhnliches zu sehen sei. Ihre Namen waren Melchior, Balthasar. Ihre Namen waren Melchior, Balthasar. Jetzt? Ja, jetzt, wenn ich die Namen sage. Alles klar. Melchior, Balthasar und Kasper. Ist also doch mit einem Kasper. Es handelt sich aber nicht um einen kasprigen Kasper, sondern um einen besonderen und weisen Mann. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem sonst üblichen Unfug. Ach ja, da sage ich nur eins. Boing! Boing? Boing, 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 boing. Ja, es ist alles an seinem Platz. Ganz wunderbar. Wie sieht es bei dir aus, Melchior? Alles wie erwartet. Der Mars ist sein übliches Stück gewandert und Antares funkelt, als nähme Anlauf, den Mond zu übertrumpfen. Kaspar, was hast du zu berichten? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist ein neues Sternbild. Das ist aber lecker. Was? Was soll das denn? Sorry, falscher Hebel, mein Fehler.
Nochmal. Kaspar, was hast du zu berichten? Da geht ein neues Sternbild auf. Das ist aber scharf. Herr Bühnentechniker, was denken Sie sich eigentlich? Das war mit Star beschriftet. Da können Sie jetzt aber nicht meckern. Aber das ist doch, hat überhaupt mit einem Stern ja nichts zu tun. Jetzt habe ich nur noch den letzten Hebel. Dann wird das wohl der richtige sein. Wenn ich bitten darf. Ah ja. Nun, Kaspar, was hast du zu berichten? Etwas Unglaubliches steht am Himmel. Und nun ist es wieder weg. Was war's denn? Ja, erzähl es uns, beschreibe es genau. Er hat nichts gesehen. Und wenn doch, es war das Falsche. Wir machen das jetzt irgendwie anders. So, jetzt. Melchior sagt. Nun, Kaspar, was hast du zu berichten? Bei mir? Ja, was soll ich sagen? Nichts Besonderes. Alles wie immer. Ist wirklich so. Hier kann man nichts sehen. Und Balthasar? Ich hab doch schon geschaut. Dann vielleicht kannst du ja noch mal schauen. Na gut. Oh ja, was sehe ich da? Ein heller, heller neuer Stern. Oh, lass sehen. Ja. Ein gleißender Lichtpunkt mitten im Sternbild der Fische. Was das wohl bedeuten mag. Ich weiß, was das zu bedeuten hat. Den Juden ist heute ein neuer König geboren. Na, wenn das so ist, dann lasst uns hingehen und ihn begrüßen. Jawohl, sattet die Kamele und vergesst nicht die Geschenke. Und behaltet den Stern im Auge. Den hellen, hellen Stern. Den neuen, neuen Stern. Heller, heller Stern, neuer, neuer Stern. Heller, heller Stern, neuer, neuer Stern. Heller, heller Stern, neuer, neuer Stern. Boing, 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 boing. Und so machten sich die drei Weisen auf, den angekündigten König der Juden zu besuchen. Es war eine sehr lange Reise, aber die soll an einer anderen Stelle erzählt werden. Unsere Geschichte geht viele Wochen später weiter, nachdem der römische Kaiser Augustus befohlen hatte, dass sich die Welt schätzen ließe. Josef und Maria reisten nach Bethlehem, denn Bethlehem war die Geburtsstadt von Josef. Maria war inzwischen hochschwanger. Doch als sie in Bethlehem ankamen, waren die Gasthäuser und Herbergen alle voll belegt und niemand konnte ihnen Unterkunft gewähren. Guten Abend. Wir sind Reisende aus Nazareth. Wir suchen eine Herberge. Meine Frau ist hochschwanger. Uns genügt die einfachste Unterbringung. Haben Sie etwas für uns? Tut mir leid, alles belegt. Wir sind Reisende aus Nazareth. Meine Frau ist hochschwanger. Wir brauchen eine Unterkunft. Einfache Unterbringung genügt uns. Haben Sie etwas? Tut mir leid, alles belegt. Lass uns weitergehen, Maria. Guten Abend, habt ihr ein Zimmer? Meine Frau ist hochschwanger. Einfache Unterbringung, passt?
alles belegt. Wenn jetzt noch einer, tut mir leid, alles belegt, sagt, ich glaube, dann raste ich aus. Zimmer? Och, schwangere Frau? Egal was? Ich kann euch nichts anbieten. Wenn noch einer, ich kann euch nichts anbieten oder tut mir leid, alles belegt, sagt, also dann raste ich wirklich aus. Hochschwangere Frau braucht Unterkunft. Hier ist nichts mehr frei. Also wenn noch einer, ich kann euch nicht, irgendwas, nichts mehr frei, antwortet, irgendwas, was die bisherigen Wirte gesagt haben, also dann raste ich wirklich, wirklich aus. Aber hallo! Unterkunft, dringend! Frau ist hochschwanger! Ich habe keine Zimmer mehr. Oh, das ist doch nicht möglich! Ich habe noch einen Platz im Stall. Im Stall? Da ist es auch schön warm. Na Gott sei Dank! Folgt mir bitte. Und es wurde Nacht und draußen vor der Stadt auf dem Felde waren Hirten und hüteten die Herde. Wo sind die Schafe? Die Schafe? Oh, verflixt! Völlig vergessen! Wer holt sie? Sehr gut. Kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Kann man das etwas beschleunigen? Ich könnte ihm zur Hand gehen. Ja, fein, mach das. Okay. Ja, da sind die fix. Wo ist Simon? Ezekiel, wo bist du? Simon? Hast du gerufen? Ich sehe dich nicht. Simon? Ezekiel! Mensch, Mensch, Mensch! So groß ist doch die Wiese gar nicht! Ist der hier runtergefallen? Nix. Ezekiel! Simon! Wo sind die Schafe? Da sind sie! Hinterher! Geht klar! Halt! 95, 96, 97, alle zusammen. Also, ich bin fertig für heute. Ich hau mich gleich hin. Alles klar. Geh ruhig schlafen. Ich mach die erste Wache. Bis später, Simon. Ach, bis später. So, und ihr kommt jetzt mit, ihr Ausreißer. Kommt.
Was ist das? Was kommt da über den Hügel? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ezekiel! Ach, er schläft. Oder es kommt näher und näher auf Feuer. Wo sind denn alle? Hallo? Jemand hier? Wo bist du? Also gut. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Höre meine Botschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Ist das soweit angekommen? Alles klar. Danke für die Info. Keine Ursache. Ezekiel! Und als der Engel verschwunden war, weckte der Hirte seine Kollegen und erzählte von seinem Erlebnis. Und die Hirten machten sich auf in die Stadt, um das Kind in der Krippe zu finden. Folgt mir nun in den Stall von Bethlehem, wo Maria gerade ihr Kind geboren hat. Durch die Tiere ist es dort immer schön warm, auch nachts. Maria ist glücklich und Josef ist es auch. Und wie schon der Prophet Jesaja sagt, ein Ochse kennt seinen Herrn und der Esel kennt die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt seinen Herrn nicht. Jetzt ist aber genug geplappert. Bitte was? Du hast genug erzählt. Jetzt ist Jesus geboren. Happy End. Genug der Worte. Aber Mutter und Kind brauchen jetzt ihre Ruhe. Aber was ist denn mit den Hirten und mit den Königen, die das Kind besuchen wollen? Die können gerne kommen. Aber das kann doch auch geschehen, ohne dass du deinen Senf dazu gibst. Das stört nur. Und wenn es dir zu still ist, dann kannst du ja mal den Herrn am Klavier fragen, ob er vielleicht was Ruhiges dazu spielen kann. Das muss dann aber reichen. Na gut, machen wir es beschaulich. Ich überlasse den Schluss euch, Herr Kapellmeister.